Hallo ihr Lieben, heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr diese schönen Lichterketten selber basteln könnt. Vor kurzem hatte ich ja mal ein Video gedreht, da ging es um diese Windlichter und diese Lichterkette wird eigentlich genauso gefaltet wie diese Windlichter, nur wird der letzte Schritt ausgelassen. Ihr benötigt auf jeden Fall für diese Lichterketten zum einen so eine 10er LED-Lichterkette. Diese hier ist batteriebetrieben und diese LED-Lichterketten, die werden auch nicht heiß. Die sind also super zum Basteln geeignet. Dann benötigt ihr auch so vorgeschnittenes Transparentpapier. Hier habe ich so eins hergenommen. Das hat hier 15 auf 15 cm. Und dann habe ich hier in der gleichen Farbe nochmal so Gummis hergenommen. Das hier sind so Lumbands-Gummis. Die kennt ihr bestimmt von diesen Armbändern. Normale Gummis gehen natürlich auch. So, bevor wir loslegen, müssen wir jetzt erst einmal diese nicht so schöne Seite zu uns drehen. Und dann könnt ihr einmal in der Mitte falten. Dann öffnet ihr das wieder und faltet nun auf der anderen Seite auch nochmal zur Mitte hin. Das wird jetzt auch wieder geöffnet. Nun drehe ich auf die schönere Seite und falte nun diese Ecke zu dieser Ecke. Und nun diese Ecke zu dieser. Dann öffne ich das Ganze wieder und jetzt drücke ich mit dem Finger von unten in der Mitte nach oben. Und dann kann ich diese beiden äußeren Ecken nach innen falten. Und falte das Ganze nochmal etwas fester zusammen. So, der nächste Schritt ist folgender. Ich halte jetzt hier einmal so nach unten und diese Hälfte halte ich mit der rechten Hand richtig gut fest. Und dann kann ich hier den linken Teil, also den linken oberen Teil öffnen. Und diese gefaltete Linie, die tue ich nun hier an diesem Spalt anliegen lassen. Dann kann ich das Ganze einmal nach unten falten. Dann sieht es so aus. Nun könnt ihr den rechten Teil wieder nach links biegen. Das gleiche wiederhole ich jetzt auf dieser Seite. Da halte ich das jetzt wirklich ganz gut fest. Nehme den rechten oberen Teil. So, und diese Knickfalte, die lege ich nun auch wieder an diesen Spalt. Und nun wird wieder der linke Teil nach rechts gefaltet. Jetzt seht ihr, habe ich oben wieder einen Drachen. Und das Ganze muss ich jetzt auf der anderen Seite auch wiederholen. Da halte ich jetzt wieder gut fest, damit mir nichts verrutscht. Und falte die Knickfalte zu diesem Spalt.
Und den rechten Teil falte ich nun wieder links rüber. Und rechts wiederhole ich das auch wieder. Und den linken Teil falte ich wieder nach rechts. So, nun sieht das Ganze so aus. Und jetzt könnt ihr hier wieder nach links falten. Und dann seht ihr hier diese Linie und da muss ich jetzt abschneiden. So, als nächstes nehme ich diese Ecke bzw. diese Kante hier unten und falte sie zu der mittleren Faltlinie und öffne das auch wieder. Das gleiche mache ich auf dieser Seite, falte zur Mitte hin, öffne wieder. Und da gehe ich jetzt wirklich einmal außen rum und wiederhole das mit allen Ecken. Ob ich das jetzt so rumfalte oder so rumfalte, spielt aber überhaupt keine Rolle. So, nun kann ich das Ganze etwas öffnen und diese Faltlinie, die wo ich gerade gemacht habe, die knicke ich jetzt nach innen so, dass diese Ecke wirklich nach innen verschwindet und das wiederhole ich nun auch wieder bei allen Ecken. Und wenn wir das nun alles gefaltet haben, dann legen wir das Ganze wieder zusammen und falten nun diese oberen Ecken an diesen äußeren Ecken nach unten. Und zwar passe ich da wirklich auf, dass mir da das Papier nicht reißt. Dann kann ich hier einmal umfalten. Wiederhole das hier auch wieder. Das wird nun auch wieder an jeder Ecke gemacht. Nun ist eigentlich mein Stern schon fertig und jetzt muss ich eigentlich nur noch hinten diese Ecke abschneiden. Und zwar schneide ich hier erst einmal vorsichtig wirklich nur 1 bis 2 mm ab und gehe dann mit dem kleinen Finger rein. Dann seht ihr schon, wie sich das Loch öffnet und es sollte eigentlich langen. Falls es nicht langt, da könnt ihr immer noch was nachschneiden, aber schneidet nicht zu viel am Anfang weg. So, jetzt nehme ich diese Lichterkette und die stecke ich jetzt von oben rein. Dann kommen jetzt auch diese Gummis zum Einsatz. Und zwar kann man jetzt diese Lichterkette auch mit Heißkleber kleben. Da könnt ihr jetzt hier zum Beispiel Heißkleber rauf tun und dann nach zurückziehen, bis es hier anliegt. Ich allerdings möchte das nicht, weil ich vielleicht die Lichterkette irgendwann für etwas anderes brauche und deswegen nehme ich diesen Gummi her. Und zwar gehe ich jetzt hier an dieses Ende von dieser LED und zwar ist da so ein Schrumpfschlauch droben und da tue ich jetzt diesen Gummi rauf und den wickle ich jetzt so oft rum, bis das Ganze hält. Das sollte langen. Und jetzt, wenn ich
diesen Stern drüber stülpe, kann das eigentlich nicht mehr verrutschen. Und fertig ist eigentlich meine Lichterkette. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Viel Spaß beim Nachbasteln. Tschüss!